erstes Heimspiel im Jahr 2021 für Rot-Weiß Essen. Der Tabellenführer trat an gegen das Schlusslicht, den Bonner SC. Im Vergleich zur Partie in Wiedenbrück gab es zwei Wechsel in der Startelf. Für Condé und Endres begannen zunächst Harenbrock und Kefkir. Natürlich waren die Rot-Weißen der klare Favorit und dementsprechend hatten sie auch die erste Chance. Querschläger von Saar, Engelmann auf Kefkir, der zieht in den 16er und schießt, aber kein Problem für Hupe im Kasten der Bonner. Es war kein Spiel mit vielen Höhepunkten und so dauerte es bis zur 15. Spielminute. Erneut Kefkir, schön freigespielt im Strafraum, scheitert an Hupe und Engelmann im Nachschuss trifft nur die Querlatte. Der Bonner SC trat selbstbewusst auf und verschanzte sich keineswegs in der eigenen Hälfte. RWE kann den Ball in dieser Szene nicht ausreichend klären. Plötzlich steht Schumacher völlig blank am 16er, kann den Ball in aller Ruhe annehmen und zwingt Davari zu einer Flugeinlage. Es bleibt beim 0:0. Dann dieser Freistoß in zentraler Position, 22 Meter vor dem Tor der Bonner. Ein Pfiff, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Kaiser bekommt die gelbe Karte wegen Handspiels. In der Wiederholung gut zu erkennen, Kaiser steht im 16er, hat die Arme oben. Korrekte Entscheidung. Wie schon in Wiedenbrück schnappt sich Simon Engelmann die Kugel und schiebt den Ball links unten ins Tor. 1:0 für unsere Jungs nach gespielten 23 Minuten. Kurz den Anlauf verzögert, Hupe ist unterwegs in die falsche Ecke und der Ball landet in den Maschen. Danach verflachte die Partie ein wenig. Es dauerte bis zur 43. Minute. Nochmal weiter Einwurf von Kefkir. Der Ball kommt zu Grote, einen Meter über den Kasten. Auch nach dem Wechsel die Rot-Weißen, die aktivere Mannschaft. Der Ball von Davari landet bei Harenbrock. Der hat viel Platz und prüft Hupe aus der Distanz. Ein Bonner Abwehrbein verhindert, dass Young den Abpraller erreicht. Wenige Momente später, Grote führt einen Freistoß schnell aus. Plechati auf Young. Und am kurzen Pfosten ist Hupe erneut zur Stelle. Die Chancen für unsere Jungs häuften sich nun, auch weil die Bonner mehr riskieren mussten. Das gab Platz für Konter, wie hier über Plechati. Plechati lässt seinen Gegenspieler ins Leere laufen. Ein weiterer Haken. Einmal, zweimal kann Hupe den Einschlag verhindern. Der folgende Einwurf von Kefkir. Erneut die lange Variante. Der Ball kann zunächst geklärt werden, aber Kefkir bekommt eine zweite Chance. Seine Hereingabe auf den Kopf von Grote und Hupe muss sich beeilen, um diesen Ball noch zu erreichen. Mittlerweile eine gute Stunde absolviert. Erneuter Konter über Harenbrock. Kefkir überläuft, bekommt den Ball und in der Mitte verfehlt Engelmann nur knapp. Nicht zu erkennen, ob es da einen Kontakt zwischen Saar und Engelmann gab. Zu wenig, sagt der Unparteiische. Doch RWE drängt jetzt auf die Entscheidung. Und was macht Engelmann, wenn er keine Anspielstation hat? Er zieht einfach mal ab. Der Ball klatscht an den langen Pfosten. Weiterhin trennte nur ein Tor die beiden Mannschaften. Der Deckel längst nicht drauf auf der Partie. Der Ball kommt zu Grote. Er findet Cedric Harenbrock. Er spitzelt den Ball in den 16er und da ist erneut Simon Engelmann. 2:0, die Entscheidung in der 76. Spielminute. Engelmann kommt vor dem eingewechselten Endres an den Ball. Hupe kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Der nächste Doppelpack mit den Ligatreffern Nummer 19 und 20 für Simon Engelmann. Auch die Gäste sollten noch zu einer Chance kommen. Der Ball kommt in den 16er. Kisil schaltet am schnellsten und Davari mit einer Glanztat. So blieb es beim verdienten 2:0 für RWE. Am kommenden Wochenende ist in der Liga für unsere Mannschaft spielfrei. Danach wartet der Pokalkracher gegen Bayer Leverkusen, bevor es zum Spitzenspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund kommt. Bis dahin nur der RWE.